Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Daimler 2 Stay Human. Buchclub? Scheiße, war es Buchclub? Nummer 3. Hallo, Aiden. Ich sehe, du hast für Albert eine Sammlung von Shakespeares Werken mitgebracht. Oh ja. Bist du vertraut, Alter, mit Romeo und Julia? Ich denke schon. Erzähl. Glaubst du an die Liebe? Ich meine an die wahre Liebe. Die vom Schicksal bestimmte Liebe, von der Shakespeare geschrieben hat? Früher einmal, das ist doch eine gute. Nein, nicht seit ich ein Kind war. Dann bin ich erwachsen geworden. Wow. Ich verstehe, was du meinst. Aber hast du dir nicht einmal einen kleinen Hoffnungsschimmer bewahrt? Ich hoffe nur, meine Schwester zu finden. Oh, die ist, achso. Das ist alles. Entschuldigung. Aiden, das Gespräch mit dir war wieder einmal eine Offenbarung. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Das ist für mich eine willkommene Pause. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Hier ist eine neue Liste. Pass auf dich auf. Schade. Ich persönlich hätte jetzt eine andere Antwort. So früher einmal, aber jetzt, was weiß ich, irgendwie so ein Scheiß da. Aber jetzt nicht einfach nein. Läuft dann. Setzt du dich jetzt gleich hin? Ich finde lustig. Ich glaube nicht. Schade. Ich dachte, sie setzt sich jetzt eiskalt hin. Ich weiß, ach so, ja. Bevor Kommentare kommen, ich weiß, dass ich noch einen Hemmstoff offen habe. Wahrscheinlich jetzt sogar schon zwei. Ja, sogar zwei. Oh, hier habe ich auch. Okay, das. Das wollte ich haben. Ach komm, ja, dann nehmen wir einmal links und einmal rechts. Das war eine Sekunde. Das war eine Sekunde. Krass. Hä? Buchclub Nummer 3, hey? Ich wollte sagen. Weiter. Im Rhythmus. Vielleicht hat ihr das nicht sehen. Kann ich die löschen? Diese Zone wird von Peacekeepern gesichert. Los, jetzt geh schon. Auf Karte anzeigen. Ja, ja, komm. Zwei Bücher, diesmal zwei Bücher. Könnte jetzt natürlich dadurch schwieriger sein. Weil vier Bücher waren jetzt sehr leicht. Welches Level hatten das? Drei. Okay, dann wird das nicht schwer. Ich weiß nicht, was die vorherige hatte. Ich bin jetzt Level 6. Oh, ich bin Level 6. Nicht mehr Level 5. Ist auch gleich um die Ecke. Um diese verdammten cool. Abtrünnigen kümmert. Ich will nicht, dass mein Name. Ich bin hier schon nicht geschafft. Schnell! Gib auf, ja, solange du noch kannst. Ups. Hier! Bitte sehr! Ja! Da! Oh, ich brauche gar nicht so hoch. Ich habe eine Dark Zone betreten. Hey. Ja, die ist schwieriger. Oh. Ihr kennt mich? Ich versuch's trotzdem mal ganz kurz so. Oh! Oh Gott! Was
macht der denn? Das sind ein paar viele. Die Welle müsste ich ja erstmal sicher machen. Oh, verflucht. Oh! Oh, verflucht. Ich sehe gar nichts, wo ich hinlaufe. Scheiße, sind die stark. Ich meine, seltener Trophäe ist zwar jetzt gleich da. Einige. Alter, sind die laut. Alter, kann ich gar keinen Kick machen. Ich guck mal ganz kurz nach der stärksten Waffe, die ich habe. Okay, das ist diese komische Grüne. Die hier. Ich hab sie weg. Das ist schön. Da ist noch einer. Das hat nicht so gut geklappt. Okay. Ich meine, klar, das könnt ihr sehr gerne nachts machen. Das ist natürlich deutlich, deutlich, deutlich angenehmer. Ich will auch ein bisschen A leveln und B hier ein bisschen Koffein sammeln. Aber wie gesagt, falls ihr euch nicht sicher seid, dann müsst ihr natürlich schleichen hier durch. Ohne Licht. Oder so gut wie ohne Licht. Also ohne Licht sowieso nicht. Aber schon mit auf jeden Fall deutlich weniger Licht, wie ich jetzt hatte. Gut, es ist Tag. Aber ihr kriegt mehr XP, weil ihr die alle Silent killen könnt. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Also nicht mehr, aber... Und euch fehlen halt diese die Trophäen, gehe ich mal von aus. Es gibt manchmal auch Missionen, wo die trotzdem da sind, die... Diese heftigen, sage ich mal. Ich verstehe gerade nur nicht, warum da Level 3 stand. Oder steht bei der Mission. Die sind Level 6 Viecher. Okay. Batterien? What? Einfach mal so dolle öffnen, wie es nur geht. Okay, ein Buch haben wir schon mal.
Okay, wo ist das zweite Buch? Wird auch nicht markiert. Oh, wow. Okay, das... Alles klar. War jetzt eigentlich so auch recht... Einfach will ich jetzt nicht sagen, aber... Kann ich euch hier runterholen? Ja, bitteschön. Hab mir einfach mal ein Messer gekostet, das ist natürlich nicht so doll. Meine Tochter ist gestern ohnmächtig geworden. Nur Geduld, sie ist. Die Lieferung sollte jeden Moment hier ankommen. Kann ich nicht. Konnte ich gerade nicht als Rampe benutzen. Ich habe es das zweite Mal ausprobiert. Aber ich glaube, beim ersten Mal habe ich noch nichts gesagt. Also in der Vor- oder Vor-Vor-Folge. Nehmt ihr das bisschen Speed hier immer noch mal mit. Das macht dann doch noch mal, glaube ich, ganz schön was aus. Du schickst sie einfach in die richtige Richtung. Was andere verbocken, erledigen wir mit geschlossenen Augen. Matt hat Wichtigeres zu tun. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir demütig diszipliniert und gehorsam sein. Hab ich recht? Alter, warum wirst du mir da immer noch... Ups. Warum wirst du da immer noch so dämlich markiert da oben? Ich hab die schon ein paar Mal weggedrückt. Weil ich ja keinen Nerv drauf hab. Auf dem Waypoint. Achso, ja. Auch wieder hier, sage ich euch auch nochmal. Ja gut, okay. Nach einer dritten Folge sollte man es eigentlich wirklich wissen. Wie gesagt, das hier sollte man normalerweise kennen. Die Ecke. Dann geht da halt links und direkt wieder links. Dann steht da auch schon Library dran. Vielleicht. Und wie schlage ich mich? Nicht so übel. Hallöchen. Und wieder ein Stück des Erbes der Menschheit gerettet und geschützt. Die Bhagavad Gita ist die umstrittene Krishna-Bibel. Der Kriegsgott Krishna erzählt uns, dass er es sei, der unser Handeln lenkte. Wir seien ein Teil von ihm. Erweiterung seiner Gedanken und seines Verlangens. Dies stellt das Prinzip des freien Willens und der persönlichen Verantwortung in Frage. Das kommunistische Manifest von Karl Marx ist eines der einflussreichsten politischen Dokumente aller Zeiten. Ich frage mich, was er zu den Klassenkämpfen unserer Zeit sagen würde und zu unseren seltsamen Umständen. Danke hierfür, Aiden. Ich fürchte, wir haben noch keine nennenswerte neue Sammlung für dich gefunden. Halte aber einen Kanal offen. Ich werde dich anfunken, sobald wir sie haben. Alles klar. Haben wir dieses Kapitel, sag ich mal, auch geschafft. 1, 2 und 3. Und die Folge geht, glaube ich, wie gesagt, ziemlich kurz. Aber gut. Wir haben hier auch nichts Neues. Wir haben immer noch die 2. Ich kann euch die gerne auch nochmal zeigen. So, hier könnt ihr Pause drücken. Und hier könnt ihr auch gerne Pause drücken. So. Ja. Ne, gut, alles klar. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da noch oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.